Hallo, meine lieben Thermiefreunde. Ja, das Wetter ist doch ein Traum. Nix wie naus und grillen. Bei uns wird gegrillt heute Abend und da brauche ich natürlich wieder einen guten Salat dazu. Ich mache heute meinen Mais-Thunfischsalat wieder ohne Thermi. Aber ich habe euch ja gefragt und ihr wollt meine Salate sehen. Wir fangen auch gleich an. Es geht wieder ruckzuck. Und zwar brauchen wir als erstes 2 Dosen Mais. Ich habe das Wasser abgeschüttet. Das kommt jetzt gleich mal in eine große Schüssel rein. Dann kommen dazu 2 Dosen Thunfisch im eigenen Saft. Den Saft habe ich auch wieder abgegossen. Dann kommen dazu 1 Zwiebel. Ganz klein geschnitten und 2 Knoblauchzehen habe ich auch ganz klein geschnitten. Und dann kommen noch dazu 4 Tomaten, auch in kleine Würfel. So. Das Ganze rühre ich jetzt gleich mal durch. Jetzt kommen dazu wieder getrocknete Salatkräuter. Kann man auch wieder großzügig reingeben. Dann kommt dazu Pfeffer und Salz. Da kann man auch wieder reichlich vom Salz dazugeben. Mix den Tomaten auch. Dann geben wir Balsamico-Essig, den dunklen geben wir dazu. Von der Mengenangabe kann ich es gar nicht so genau sagen. Das müsst ihr einfach probieren. Ich mache es immer frei Schnauze. Dann kommt noch ein bisschen Öl dazu. Dann verrühre ich das Ganze wieder. Ganz wichtig bei dem Salat ist, dass ihr den jetzt noch kühl stellt, dass der wirklich noch ein paar Stunden richtig durchziehen kann, dass der Knoblauch auch gut durchkommt. Das ist wieder so ein Salat, wo auf keiner Familienfeier bei uns fehlen darf. Da heißt es immer, Manu, du machst deinen Mais-Thunfischsalat auf jeder Grillparty. Eiskalt schmeckt er wunderbar erfrischend auch. Jetzt zeige ich ihn euch mal, wie er jetzt schön bunt aussieht. Ihr könnt auch Balsamico-Blätter noch reingeben. Das mache ich dann meistens erst kurz vorm Servieren. Ich probiere jetzt gleich mal. Schon wieder genau richtig. Der zieht jetzt noch richtig durch. Jetzt ist er noch etwas sauer vom Balsamico-Essig, aber wie gesagt, in ein paar Stunden ist er perfekt. Ich decke mir den jetzt noch ab, den Deckel drauf. Und dann lasse ich ihn richtig schön durchziehen. Jetzt werde ich dann noch ein Brot machen für heute Abend. Ich denke, ich werde Ciabatta machen. Da nehme ich euch natürlich dann auch wieder mit dazu und verfilme es euch. Ich denke mal jetzt bei dem Wetter nichts wie naus. Grillen, man muss es ausnutzen, so oft man kann. Ja, und da werde ich euch jetzt immer mitnehmen und zeigen, was es bei uns zum Grillen gibt. Ja, ich denke, mein nächster Salat wird mein griechischer Salat sein. Da kommt Schafskäse mit rein, Gurken, Tomaten, Eisbergsalat, Oliven. Ist auch ein sehr leckerer Salat, mein griechischer Salat. Ja, der wird die nächsten Tage kommen, denke ich. Schaut einfach wieder vorbei, abonniert meinen Kanal. Über einen Daumen nach oben freue ich mich ganz besonders und über eure lieben Kommentare. Freut mich auch wahnsinnig. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Thermi Manu. Muah.